So, hier habe ich Lotti Carotti von der Firma Ravensburger. Ein sehr witziges Spiel. Ich hoffe, dass man es gut sieht. Also so sieht dann die Schachtel aus. Und ich würde sagen, holen wir es mal raus. So. Also, das wäre das Spiel und sind, glaube ich, vier Farben, ja, so wie ich das sehe, ja, vier Farben. Das heißt also, bis vier Spieler können hier mitspielen. Jetzt kommen wir gleich mal zu diesen Karten, wo wir zulegen, weil es gibt keine Würfel und jeder Spieler kriegt vier Hasen. Also, die würden dann so aussehen, zum Beispiel hier pink. Oder ein paar gelbe Hasen hätten wir auch noch. Blau. Und natürlich auch lila. Also für vier Personen gut geeignet. Und eben die Karten, es wird nicht gewürfelt. Es werden also Karten gezogen und da geht es um, wie viel du fahren darfst. Hier zum Beispiel mit einer, wenn du jetzt eine so Ding sagst, ein so Loch oder was das darstellen soll, dann fährst du eins, bei zwei darfst du zwei fahren, dann hier die Dreier, da darfst du dann drei fahren. Jetzt, wenn die Karotte kommt, wird einmal gedreht und dann kann hier auf diesem Spielbrett ein Loch aufgehen. Ja, dreh mal zum Beispiel. Jetzt wäre hier da ein Loch und wenn da quasi ein Hase steht, fällt der Fuchs da rein, ist somit draußen aus dem Spiel. Also ich glaube, soweit hat man mal alles erklärt. Die Hasen, wo in das Loch fallen, sind draußen. Der erste, der die Karotte hier erreicht, also nehmen wir mal an, der Pinke erreicht als erstes die Karotte, dann hat der gewonnen. Und ja, entweder man erreicht als erstes die Karotte, hat man gewonnen, oder von den anderen Leuten sind alle Hasen weg, hast du auch gewonnen, weil die Leute, wo keine Hasen mehr auf dem Ding haben, haben verloren. Und jetzt noch ganz wichtig, zum Beispiel, hier steht einer. Du darfst aber nur eins fahren. Da hier einer steht, darfst du den quasi überspringen, also fährst du davor. Jetzt zum Beispiel, wenn vor dem wiederum zwei stehen, so, und er hat wieder eins, dann darf er hier vor. Das wäre dann quasi ein Feld fahren, also übersprungen werden darf, wenn du zum Beispiel die Felderzahl sonst nicht anders fahren kannst. Und ich glaube, damit haben wir das ganze Spiel erklärt, so viel zum Thema Lotti Carotti. Und damit wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend und ja, ciao, ciao, euer Thomas.